Hallo liebe Camper, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Dämmung des Fahrerhauses von unserem LMC Wohnmobil. Dazu haben wir uns natürlich so ein Spezialwerkzeug bestellt, so eine Zierleistenkeile, damit wir die Zierleisten auch schön ablösen und nichts kaputt machen. Schauen wir, ob es funktioniert. Da beginnen wir einmal, die Verkleidung abzunehmen mit diesem Werkzeug, was wir speziell dazu gekauft haben. Geht elegant reinfahren und schon kann man diese Zierleiste schön lösen. Und die Kurbel von der Scheibe geht bei Mercedes ganz elegant zum Lösen. Und zwar ganz einfach da runtergreifen und diesen Ring hier draufschieben. Und schon ist das entriegelt und kann man schön kaputt abziehen, ohne dass ein Sprengring oder irgendwas davon fliegt. Und wenn man möchte, kann man dieses Fach natürlich auch ausklipsen. Geht ganz einfach. Bis es da mal einkratzelt. Schon ist es weg. Um die Verkleidung zu lösen, gibt es hier bei Mercedes Sprinter eben zwei Schrauben. Diese da. Und die zweite befindet sich ein bisschen versenkt hier drinnen. Also diese zwei Schrauben lösen. Für diese Schrauben brauchen wir einen Torx. Ja. Das wollte ich euch noch zeigen. Bei Mercedes Sprinter die Verkleidung zu lösen ist eigentlich ganz einfach, weil keine Clips oder irgendwas drin sind, sondern es ist ein fixe Hackel montiert, die was praktisch dann bei der Türe einrasten. Also einfach kurz anheben, das Teil herunterheben und beim Zurückbauen das gleiche wieder in Retour. Im angehobenen Zustand nach unten schieben und das hackelt schön ein und fertig ist es. Ich habe jetzt die ganze Verkleidung abgenommen und werde aber diese Zugfeder für die Türöffnung nicht aushängen, sondern habe die Verkleidung einfach so angelehnt auf einen Karton aufgestellt. Da kann nichts passieren. Und ich erspare mir das lästige Feder einfudeln. Kurze Info, auf der anderen Türe habe ich dann die Feder doch ausgehängt. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dazu einfach diese drei Schrauben lösen und das Ganze abnehmen. Geht ohne Probleme. Ich mache jetzt nochmal diesen Klopftest. Das ist zwar nicht wissenschaftlich ausgeführt, aber ich glaube, man wird den Unterschied hören. Bevor wir da kleben, müssen wir natürlich entfetten. Am besten mit den Lappen. Verdünnung draufschütten. Und schön entfetten. Natürlich kleben wir nicht die ganze Tür zu, sondern eben nur einen Teil. Ja. Ich werde jetzt sagen, hier was reinkleben. Hier was reinkleben. Und auf dieses Blech auf der Innenseite hier was reinkleben. Wie viel Alupotyl soll man nehmen? Also man soll die ganze Tür mit Maximum 40% verkleben. Das reicht vollkommen aus. Und da wir aber hier drei so kommen haben, und zwar drei, werde ich das Ganze einmal ausmessen und dann die Stücke zuschneiden. Ja. Ganz unten. Immer ganz einen schmalen Streifen, es lässt sich super klein schneiden, also super elegant schneiden mit der Schere. Wie gesagt, 40% von der Fläche soll mit diesem Alupotyl beklebt werden. Es lässt sich ganz einfach verarbeiten, einfach die rückwärtige Folie, das Papier abziehen und dann eben einkleben. Und dann eventuell noch mit einem Tuch oder mit irgendwas anpressen, dass es schön gleichmäßig überall klebt und sich nicht loslöst. Ja.
funktioniert wunderbar, ist alles kein Problem. Und die Verkleidung, die Schallschutzverkleidung für die Tür, was auch noch dabei ist bei dem Paket, die werde ich aber jetzt nicht am Rahmen befestigen, sondern ich habe gesehen, das ist einfacher, wenn man das auf der Türverkleidung verbaut. Nächstes kommen noch diese Matten drauf. Die haben eine schallresorbierende Eigenschaft, dass praktisch der Schall, der was jetzt noch von da kommt, dagegen schwingt und der die Tür die noch einmal leiser macht. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das so kleben, dass die Löcher hier, hier und hier frei bleiben und hier für die Türeinhängung. Und das Ganze wird dann so draufgeklebt. Ich werde das jetzt so kleben, so. Da bei der Tür ausschneiden. Und das Ganze zuschneiden. Und den Schallschutz werden wir jetzt nicht auf der Tür montieren, sondern in die Verkleidung einkleben. Das Ganze so machen. Zuschneiden. Und in die Verkleidung einkleben. Die erste Tür wäre jetzt fertig. Ich habe den ganzen Schaumstoff innen angeklebt bei der Verkleidung, das Ganze wieder zusammengebaut und jetzt werden wir noch mal testen bei der ersten Türe, wie viel das gebracht hat und ob man schon einen Unterschied hört. Seid gespannt! In einem Video kann man das zwar nicht so rüberbringen, aber ihr könnt es mir glauben, das hört sich ganz anders an. Jetzt noch einmal der raketenwissenschaftliche Test nach fertiger Isolierung. Und auch bei diesem Klopftest ein haushoher Unterschied, kaum zu glauben. So, den gleichen Test nochmal bei der nicht isolierten Türe. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss mich ja noch um die zweite Türe kümmern. Ich hoffe, das Video hat den einen oder anderen geholfen, dass er vielleicht auch seine Fahrerkabine ein bisschen dämmt, egal was für ein Fahrzeug er hat. Es bringt echt sehr viel. Ich wünsche euch viel Spaß im Sommer 2023, viel Sonne und viele schöne Tage mit dem Wohnmobil. Über ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Danke. Dreamstart.com for all your computer needs.